Guten Mittag, liebe Journalistinnen und Journalisten. Herzlich willkommen heute zu unserem virtuellen Pressbriefing zum Thema Desinformation vor der Bundestagswahl. Mein Name ist Bastian Zimmermann, ich bin Redakteur hier beim Science Media Center und ich freue mich insbesondere auch, unsere Expertinnen und unsere beiden Experten heute hier willkommen heißen zu dürfen. Ich stelle sie gleich noch einzeln vor. Das Thema selbst ist ja recht klar. Die Parteien sind jetzt voll im Wahlkampfmodus, mit der Bundestagswahl eben im Blick. Die Wahl selbst ist ja vergleichsweise sicher hier aufgrund der Papierwahl. Aber es gibt ja immer noch Befürchtungen, ob Desinformation oder ja, dass inwiefern Desinformation Einfluss auf das Wahlverhalten der Bürgerinnen und Bürger vor dieser Wahl nehmen kann. Da erinnert man sich natürlich an die US-Wahl, die Entscheidung zum Brexit 2016, beides Ereignisse, bei denen Desinformation und Microtargeting eben eine Rolle gespielt haben soll. Deswegen möchten wir heute mit unserer Expertin und den beiden Experten besprechen, was in der Hinsicht momentan der Stand der Forschung ist. Was kann Desinformation für Wirkungen entfalten? Wie relevant wird das bei dieser Wahl und was kann man dagegen tun? An dieser Stelle noch schnell der Hinweis an Sie da draußen. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die bitte über die Fragefunktion von Zoom. Da ist dann nämlich auch direkt für alle sichtbar, wenn Sie Fragen stellen. Es gibt weniger Doppelungen und die Fragen können aufeinander aufbauen. Also benutzen Sie bitte die F&A-Funktion, nicht den Chat. Jetzt komme ich aber dazu, unsere drei Fachleute vorzustellen. Ich freue mich, dass Sie alle heute hier sind und ich fange an mit Philipp Müller. Sie sind akademischer Rat am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Mannheim. Sie beschäftigen sich ja mit Themen wie politischer Kommunikation, Nachrichtennutzung im Internet, insbesondere über Social Media und Desinformation. Herr Müller, was ist denn momentan eigentlich der Stand der Forschung zum Thema Desinformation? Wie viel Desinformation gibt es eigentlich? Wie oft findet das überhaupt statt? Und können Sie vielleicht auch eine kurze wissenschaftliche Definition zum Begriff Desinformation geben? Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung auch und vielen Dank für die Anmoderation, Herr Zimmermann. Ich fange mal mit dieser Begriffsdefinition an und das haben wir jetzt nicht abgesprochen innerhalb des Expertinnen-Teams. Das heißt, ich hoffe, ich präsentiere jetzt keine Definition, mit der die anderen beiden überhaupt nicht leben können. Ich orientiere mich da so grob an einer Kollegin, Claire Wardle, die Desinformation definiert als eine wissentlich hergestellte oder verbreitete Falschinformation. Das wissentlich ist in dem Fall wichtig. Also die Person, die oder Institution, die Desinformation herstellt oder verbreitet, weiß, dass es sich um eine Falschinformation handelt, die dann in Umlauf gebracht wird. Im Rahmen eines Kontextes, auch das ist noch wichtig, innerhalb dessen eigentlich ein Wahrheitsanspruch besteht. Also innerhalb eines fiktionalen Kontextes kann es nach dieser Definition keine Desinformation geben. Und jetzt könnte man noch sagen, dann gibt es noch diesen schillernden Begriff Fake News, wenn man den für die Forschung irgendwie operationalisieren wollen würde, was relativ strittig ist, ob das überhaupt sinnvoll ist. Dann würde man sagen, das ist ein Sonderfall von Desinformation. Da beziehe ich mich jetzt auf meine Mannheimer Kollegen Zimmermann und Koring, die sagen, das ist ein Sonderfall von Desinformation, Fake News, innerhalb eines nachrichtlichen Kontextes. Also eine Falschinformation, die wissentlich in Umlauf gebracht wird als Falschinformation und die die Anmutung einer Nachricht hat. Das könnte man als Fake News beschreiben, wenn man diesen Begriff behandeln wollte. Ja, jetzt haben Sie mich gefragt, wie viel Desinformation gibt es überhaupt? Ich glaube, das ist was, wo vielleicht die anderen beiden auch ein bisschen ihre Einschätzung zu abgeben sollten. Es ist schwierig, dazu verlässliche Daten zu kriegen. Was wir, glaube ich, aus vergleichenden Studien sagen können, aber da ist vielleicht die Frau Humprecht sogar die größere Expertin, ist, dass in Deutschland dieses Problem vermutlich weniger groß ist als jetzt beispielsweise im Kontext der US-Präsidentschaftswahlen. Aber es gibt eben verschiedene methodische Gründe, warum das gar nicht so leicht zu erfassen ist. Insbesondere, da wir schlecht an diese Social Media Newsfeeds der Nutzerinnen und Nutzer rankommen. Das heißt, wir können zwar mittels Tracking-Daten dokumentieren, wann geht jemand auf Facebook und Twitter und YouTube, wie oft, aber welche Inhalte dann da konkret angesehen werden, ist gerade bei diesen Newsfeeds, bei YouTube, das ist ein bisschen leichter, ist schwierig zu erfassen. So gesehen können wir das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich will vielleicht noch kurz auf die Wirkung von Desinformationen eingehen. Dazu hatten Sie mich auch so ein bisschen gebeten, was zusammenzufassen. Da würde ich sagen, es gibt durchaus ein Wirkpotenzial von Desinformation, aber damit das zum Tragen kommt, müssen viele Faktoren zusammen treffen. Also da müssen viele Bedingungen erfüllt sein, damit es wirklich schädliche Wirkungen von Desinformation geben kann. Das ist einerseits natürlich, dass
es eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben muss, dass Nutzerinnen und Nutzer damit überhaupt konfrontiert sind. Also diese Rezeption muss vorhanden sein. Es müssen aber auch auf der Ebene der Nutzerinnen bestimmte motivationale und kognitive Faktoren zusammenkommen. Und es muss außerdem im Idealfall eine gewisse Frequenz der Konfrontation mit so einer Falschmeldung geben. Das heißt, je häufiger eine Einzelperson einem bestimmten falschen Inhalt ausgesetzt ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass diese Fehlinformation dann auch eine Wirkung entfaltet. Das wissen wir auch aus der Wirkungsforschung. Grundsätzlich würde ich aber sagen, solche Sachen wie Verschwörungsnarrative und Gerüchte sind vielleicht sogar wirkmächtiger als relativ klare Falschmeldungen, weil da diese Fehlerhaftigkeit vielleicht gar nicht so leicht nachzuweisen ist. Also da ist vielleicht sogar das größere Gefährdungspotenzial im Kontext von Wahlkämpfen zu sehen, aus meiner Sicht. Mhm. Vielen Dank, Herr Müller. Ich stelle erstmal, glaube ich, alle in Reihenfolge vor und dann können wir vielleicht danach in die Diskussion einsteigen. Als nächstes wäre dann Andreas Jungherr. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Politikwissenschaft, insbesondere Steuerung innovativer und komplexer technischer Systeme an der Universität Bamberg. Sie forschen auch zu Themen digitale und soziale Medien, politische Kommunikation und eben auch Wahlkampf. Herr Jungherr, wie sehen Sie denn die Gefahr, die bei dieser Wahl von Desinformation ausgeht? Und was für Voraussetzungen müssten gegeben sein, damit Desinformation eine Auswirkung auf den Ausgang der Wahl haben kann? Also auch von mir erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für die Einladung, dass ich in dieser Runde sein kann. Und ich freue mich auch sehr, dass ich hier mit Frau Humprecht und Herrn Müller darüber diskutieren kann. Das Spannende ist, also wenn Sie jetzt schon über die Wirkung sprechen oder die Gefahren, die davon ausgehen, ich glaube, das hat Herr Müller schon ganz spannend umrissen, dass wir uns halt darüber Gedanken machen müssen, was sehen wir denn eigentlich als eine Gefahr oder was sehen wir denn als eine mögliche Wirkung? Und ich glaube, wenn wir uns das mal ein Stück weit gelassen anschauen, sehen wir da bei der kommenden Bundestagswahl wahrscheinlich relativ wenig Gefahren, die sich direkt auf das Wahlergebnis als solches beziehen. Denn auf der einen Seite müsste man sich ja überlegen, um so eine Wahl zu beeinflussen, müsste ja von so einer Desinformation, also einer Manipulation von Wählerinnen und Wählern gegen ihr besseres Wissen, müsste ja eine sehr, sehr starke Überzeugungswirkung ausgehen, dass sie all diese anderen Kommunikationen, die sich ja auch gegen diese Information richtet, die ihr widerspricht, den Massenmedien oder auch den ganzen Wählerinnen und Wählerkontakten, die von den Parteien ausgehen, da müsste sie ja unglaublich viel stärker sein, um dann letztlich wirken zu können. Und ich glaube, das ist eine relativ illusorische Vorstellung. Was aber unter Umständen spannender sein kann, was Herr Müller schon beschrieben hat, diese Frage nach den Gerüchten oder Verschwörungstheorien. Ich glaube, was hier ganz interessant ist, hier haben wir es ja eben mit Theorien zu tun oder mit Narrativen, die relativ wenig mit faktischer Korrektheit zu tun haben, sondern es sind Narrativen, die sehr, sehr stark auf der Identität oder der Gruppenidentität von Menschen aufsetzen, unter Umständen auch schon bestehende Zweifel an einem System, bestehende Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Wahlen, bestehenden Zweifeln an der Korrektheit dann der politischen Gegner oder Mitbewerber halt sehen, dass die dadurch bestärkt werden. Wir haben es hier also letztlich nicht notwendigerweise damit zu tun, dass Menschen eine Falschinformation sehen oder ein Gerücht dann auch tatsächlich als solches glauben. Es ist eher so, dass diesem Folgen dieses Gerüchtes oder dieses Claimen des Gerüchtes und der Weiterverbreitung so eine Art Darstellung der eigenen politischen Identität oder der eigenen Gruppenzugehörigkeit zugebunden ist. Also da gibt es einige sehr, sehr spannende Studien von Psychologenteams, Michael Bang-Petersen oder Hugo Messier, die da sehr, sehr spannende Studien gemacht haben, was es denn tatsächlich auf die Motive des Teilens oder auch des Glaubens dann solcher Gerüchte betrifft. Und die haben alle damit zu tun, dass man so ein Stück weit einen herrschenden Konsens versucht zu stören, dass man ein Bedürfnis hat, sich einer scheinbar hegemonialen Meinung entgegenzustellen oder halt auch eben die eigene politische Identität zu bestärken. Und das kann dann auch darin sein, dass man was komplett Lächerliches postet, von dem man genau weiß, damit rege ich jetzt halt all meine Freunde, Bekannten und meine Familie auch damit auf. Dass hier eben, das glauben die alle nicht, das ist so absurd für die, aber für mich ist es halt hier eben das Signalisieren, dass ich einer bestimmten Gruppe zugehöre und dann natürlich halt auch eben, dass man Kosten auf sich nimmt, unter Umständen auch von der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, um dann halt zu zeigen, ich bin Teil dieser kleinen Gruppe, die daran glaubt. Und insofern glaube ich, dass wir es sicherlich nicht mit was zu tun haben, wo wir sehen werden,
dass sich Wahlergebnisse schieben. Aber ich glaube schon, dass wir es mit Inhalten zu tun haben, die in bestimmten kleinen Gruppen durchaus eben zu einer Kohäsion der Gruppe beitragen können und letztlich sich auch im Widerstand gegenüber einer herrschenden Meinung abbilden. Mhm. Vielen Dank. Und dann würde ich jetzt zu unserer Expertin kommen, und zwar Edda Humprecht. Sie sind Senior Research and Teaching Associate am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung in der Abteilung Internationale Vergleichende Medienforschung an der Universität Zürich in der Schweiz. Sie beschäftigen sich ja ebenfalls mit politischer Kommunikation und Desinformation, Journalismus, auch insbesondere digitalem Journalismus und eben auch dem Vergleich zwischen verschiedenen Mediensystemen. Frau Humprecht, wie unterscheidet sich denn die Situation hier in Deutschland von der Situation in anderen Ländern, vielleicht insbesondere von der Situation in den USA 2016? Und welche Unterschiede der Mediensysteme haben Auswirkungen auf die Resilienz gegen Desinformation? Ja, also auch erstmal von meiner Seite herzlichen Dank. Und ich kann dem, was Philipp Müller und Andreas Jung bisher gesagt haben, nur zustimmen. Und mein Fokus ist jetzt tatsächlich sehr stark auf dem internationalen Vergleich. Also genau die Frage, die Sie gestellt haben, wie unterscheiden sich jetzt einzelne Länder beispielsweise in Europa von der Situation in den USA, wo wir am meisten drüber wissen momentan. Und was unsere Daten und auch viele andere Studien zeigen, ist, dass es sehr große Länderunterschiede gibt hinsichtlich der Verbreitung zum einen von Desinformation, aber wahrscheinlich auch hinsichtlich der Prävalenz von Desinformation. Philipp Müller hat es vorhin schon gesagt, es ist gar nicht so einfach, auch das zu messen in den Feeds, Social Media Feeds, aber auch über Befragungen ist das nicht ganz einfach, weil das natürlich voraussetzt, dass die Befragten erkennen, dass sie so etwas gesehen haben, also dass sie Desinformation gesehen haben. An der Uni Zürich erforsche ich, wie Sie gerade eben auch schon gesagt haben, mit meinem Team Resilienzfaktoren. Also wir fragen uns, was macht denn eine Bevölkerung, eine Gruppe von Personen resilienter gegenüber Desinformation? Also was verhilft ihnen dazu, dass sie in solchen Krisenzeiten, in denen beispielsweise sehr viel Desinformation verbreitet wird, wie vor Wahlen oder auch während der Pandemie, was verhilft denen, Bürgerinnen und Bürger dazu, dort eine Festigkeit zu entwickeln, ihr Wohlbefinden aufrechtzuerhalten, eben nicht darauf hereinzufallen. Und wir haben Resilienzfaktoren identifiziert, die kann man dem politischen Umfeld zurechnen, dem medialen Umfeld, zum Beispiel Vertrauen in Medien, aber auch dem wirtschaftlichen Umfeld. Andreas Jungherr hat gerade schon von Identitäten gesprochen. Solche In-Group-Out-Group-Konflikte zum Beispiel sind in einigen Ländern viel stärker ausgeprägt als in anderen. In Deutschland verhältnismäßig wenig, wenn man das zum Beispiel mit der USA vergleicht. Und was eben unsere Daten hier ganz klar zeigen, ist, dass die USA ein Sonderfall ist. Und man muss deswegen sehr vorsichtig sein, die Befunde aus den USA, die wir haben, auf die Situation beispielsweise in Deutschland zu übertragen. Wir können nicht erwarten, dass hier dasselbe passiert wie in den USA im letzten Herbst oder auch 2016. Was wir herausgefunden haben in unseren Untersuchungen war beispielsweise, dass US-Amerikanerinnen sehr viel eher bereit sind, zum Beispiel Desinformation weiter zu verbreiten. Also in Form von Liking, Sharing oder Kommentieren in den sozialen Medien. Das waren in den USA etwa ein Drittel der Befragten und in Deutschland zum Beispiel nur so 14-16 Prozent. Und auch, wir haben auch danach gefragt, ob sie eben mit Desinformation in Kontakt kommen. Letztes Jahr während des ersten Lockdowns, also zu Beginn der Pandemie im April, Mai. Und in unserer Studie haben etwa 46% der Deutschen gesagt, sie hätten Desinformation gesehen. Und in den USA waren es 61%. Wie gesagt, das muss man vorsichtig bewerten. Diese Daten sind Selbstauskünfte, aber man sieht hier schon auch Unterschiede. Was wir auch sehen, jetzt bezüglich der Frage zum Beispiel, wie kann man damit umgehen, gerade weil es sehr häufig so ist, dass Desinformation deswegen weiter verbreitet wird oder auf fruchtbaren Boden fällt, weil dort bestimmte Meinungen wiedergespiegelt werden oder bestätigt werden, ist das so, dass man mit Fact-Checking zum Beispiel bestimmte Personen nicht erreicht. Aber wir sehen auch in unseren Untersuchungen, dass das in Deutschland viel besser funktioniert, auch bei polarisierenden Themen, als das in den USA der Fall ist, weil es in Deutschland ein relativ hohes Vertrauen gibt in Medienunternehmen, die ja häufig Fact-Checking betreiben, also in den Journalismus, und auch weniger feste Meinungen zu bestimmten Themen. Also gerade bei Themen, die nicht stark polarisieren, Gesundheitsthemen zum Beispiel oder auch Sachthemen im Vorfeld von Wahlen, dort kann Fact-Checking sehr gut
funktionieren, gerade dann, wenn so folgende, wenn man Narrative aufdeckt, also wir sprechen davon Inoculation Theory, das sehen wir in der Forschung, dass das sehr gut funktionieren kann, so irreführende Argumentationsstrategien aufzudecken oder auch wissenschaftlichen Konsens hervorzuheben. Die große Frage ist ja so ein bisschen die Frage nach der Wirkung. Da hatte Herr Müller ja eben schon was zu gesagt, aber was sehen Sie denn zum Beispiel, worin ist Desinformation gut und was kann sie eher nicht bewirken? Also wir hatten ja jetzt schon so ein bisschen die Antwort bekommen, dass es unwahrscheinlich ist, dass es jetzt groß die Wahlen verändert. Aber was kann Desinformation vielleicht gut und was weniger gut? Vielleicht auch direkt an Sie, Frau Humprecht. Und Herr Müller, Sie können das ja vielleicht noch ergänzen. Und ich habe dann eine etwas andere abgeänderte Frage an Sie danach, Herr Jung. Ja? Wie Herr Junger vorhin schon gesagt hat, geht es auch gerade bei Verschwörungstheorien, worauf wir uns jetzt stark konzentrieren, solchen Gerüchten, darum, so bestimmte Identitäten wieder zu spiegeln. Und das kann dann auch ein Grund sein, dass man solche Inhalte weiterverbreitet und so weiter. Und in den sozialen Medien wird natürlich eine Art Resonanzraum geschaffen. Dort ist es nun so, dass man dann möglicherweise sehr viele andere Personen trifft, die ebenfalls die eigene Meinung teilt, auch wenn das vielleicht eine Randmeinung ist. Und somit so ein Gefühl so ein Gruppengefühl und auch eine gewisse Gruppendynamik entsteht. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was Desinformation leisten kann. Es geht da viel weniger darum, dass die Personen wirklich irregeführt werden, aber dass sie in ihrer Meinung, die sie möglicherweise bereits haben, bestätigt werden oder dass ihnen etwas aufgezeigt wird, einfache Lösungen aufgezeigt wird, die dann möglicherweise Antworten auf komplexe Fragen stellen. Während der Pandemie haben wir das häufig gesehen, dass diese Frage, was hat denn jetzt eigentlich diese Pandemie ausgelöst, die so großen Einfluss auf unser aller Leben, auf unseren Alltag hatte, was steht denn da dahinter, dass da so einfache Lösungen, einfache Antworten sehr häufig aufgenommen wurden und von vielen Personen dann solche Verschwörungstheorien weiterverbreitet oder sogar geglaubt wurden. Denn die Antwort, es ist einfach nur ein Virus dafür zuständig, ist dann im Anbetracht der Auswirkungen dieser Pandemie für viele Bürgerinnen und Bürger fast schon zu einfach. Herr Müller, haben Sie da vielleicht noch was zu ergänzen? Ich meine, man spricht ja auch oft davon, dass zum Beispiel bei der amerikanischen Wahl vielleicht gar nicht das Ziel ist oder gewesen ist, die Leute umzustimmen, sondern vielleicht nur andere Leute vom Wählen abzuhalten oder sowas. Ist das vielleicht was, wo man sagen kann, dass da ist Desinformation besser drin, als Leute zum Beispiel komplett umzustimmen? Also grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, jegliche Form von Kommunikation und Information hat es erstmal leichter, wenn wir uns die Wirkungsseite angucken, vorhandene Weltbilder zu bestätigen, als Weltbilder komplett zu ändern. Also so ein Ändern von Grundüberzeugungen politischer Art, aber auch anderer Natur, ist eigentlich für Kommunikation nicht ausgeschlossen, aber wird vor allem dann wahrscheinlich, wenn man, was ich eingangs schon mal kurz erwähnt hatte, ähnliche Informationen oder ähnliche Botschaften aus verschiedenen Quellen im Idealfall immer mal wieder über die Zeit hört. Dann kommt man vielleicht ins Nachdenken. Auch Vertrautheit mit einem Argument oder einer Information spielt eine wichtige Rolle. Also wenn man sich denkt, ah ja, jetzt höre ich das schon wieder, das habe ich doch vor einer Woche schon mal irgendwo gehört, dann denkt man vielleicht irgendwann, ja, vielleicht ist da doch was dran. Und so kann es dann vielleicht dazu kommen, dass sich auch mal politische Grundüberzeugungen oder sowas, aber das ist eher ein langfristigerer Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, ändern bei Menschen. Und das ist aber eher etwas, was Desinformation nicht schafft oder was unwahrscheinlicher ist, weil eben, wie gesagt, dazu diese Desinformation in ähnlicher Weise aus sehr vielen verschiedenen Quellen immer wieder auf eine Person einprasseln müsste. Das ist natürlich nicht völlig ausgeschlossen, gerade in Social-Media-Umfeldern, wo man sich natürlich auch Informationsumgebungen, Kokons schaffen kann, in denen vielleicht ausschließlich sehr zweifelhafte Inhalte verbreitet werden.
Aber das sind, glaube ich, eher Extremfälle, also Einzelfälle von Nutzerinnen und Nutzern, bei denen sowas passiert. Das heißt, grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute, die vielleicht, wie Herr Junge es auch schon sagte, schon so ein grundsätzliches Institutionenmisstrauen haben, die grundsätzlich Zweifel am Funktionieren der Demokratie haben, die skeptisch gegenüber Gesellschaft, dem Funktionieren der Gesellschaft und seiner Institutionen sind, die eine Elitenskepsis vielleicht auch mitbringen, da kommen wir auch in den Bereich des Populismus, dass die durch gezielte Fehlinformationen in diesen Überzeugungen bestätigt werden und dann denken, ja, es ist wirklich so, hier läuft alles falsch, es hat überhaupt keinen Sinn, zur Wahl zu gehen, beispielsweise. Oder ich wähle jetzt die Protestpartei, in Deutschland vielleicht die AfD, von der ich mir vorher auch schon gedacht habe, die wähle ich wahrscheinlich. Und jetzt habe ich nochmal eine neue Bestätigung dafür. Mhm. Dieses grundsätzliche Abbringen jetzt von Leuten, die vielleicht nicht solche Gedanken schon mit sich rumtragen durch Desinformation, ist sehr, sehr voraussetzungsreich. Also da liegen die Hürden hoch. Mhm. Und vielleicht meine Frage an Sie, Herr Jungherr, wenn die Hürden hoch sind, kann es vielleicht sein, dass wenn die Wahl sehr knapp wird, dass Desinformation dann vielleicht noch so ein bisschen, das ist ja oft das Narrativ, dass sie dann vielleicht doch was bewirken kann. Also wie ist Ihre Einschätzung, wie knapp wird die Wahl? So knapp, dass Desinformation das Zünglein an der Waage sein kann? Und ich würde das auch noch gerne mit einer Frage von außen kombinieren, inwiefern Ihrer Einschätzung nach die Corona-bedingte Verlagerung vieler Wahlkampfveranstaltungen ins Digitale vor der Bundestagswahl, inwiefern das Desinformation auch Vorschub leistet? Ich glaube, das sind zwei interessante Fragen. Also die erste Frage, wie knapp die Wahl wird und ob dann Desinformation einen Einfluss hat. Also wenn man sich ja momentan die Umfragen halt anschaut, deutet ja wirklich alles auf eine knappe Wahl hin, weil wir ja, sehen, da ist viel Bewegung drin in den Umfragen und B, also wir sehen auch, dass keine Partei einen großen Vorsprung scheinbar ausarbeiten kann, sodass wir unterschiedliche Bündnisse haben, die möglich werden. Also insofern knapp wird die Wahl, aber wenn eine Wahl knapp ist, dann hat halt einfach unglaublich viel irgendeinen Einfluss. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass ein rhetorisches Stolpern einer Kandidatin oder eines Kandidaten in der letzten Woche wahrscheinlich da eine höhere Wirkung haben wird, als jetzt die Frage nach Desinformation. Denn ich glaube halt auch, und das ist ein Punkt, wo ich gerne anschließen würde an Frau Humbrecht und Herrn Müller, auch wenn wir davon ausgehen, dass jetzt gesamtgesellschaftlich oder so auf die typische Bürgerin oder Bürger wir mit einem niedrigen Einfluss ausgehen können oder auf die typische Wählerinnen und Wähler. Ich glaube, dass wir trotzdem einen Punkt noch im Auge behalten sollten, dass es schon sehr wohl möglich ist, eben wenn Sie jetzt über einen Kommunikationsraum nachdenken, wie Telegram oder bestimmte YouTube-Kanäle, dass hier Menschen, die vielleicht nicht besonders gefestigt sind oder die anfällig sind für Radikalisierung, durchaus eben in so einen Strudel reingezogen werden können, wo dieser permanente Zweifel geweckt wird. Wenn man sich die rhetorischen Strategien anschaut, da sind ja auch solche Geschichten, die dann ja gezielt fragen, wer glaubt denn das, was die Medien hier berichten? Und ich glaube, das ist eben, das ist auch nochmal eine Gefahr, dass wir, wenn wir sagen, im Durchschnitt für die Gesamtbevölkerung sehen wir jetzt nicht so den größten, die größte Wirkung, die wir hier vorausahnen. Aber trotzdem ist es möglich, dass es für Individuen eine sehr, sehr tragische Wirkung, eine sehr, sehr tragische Entwicklung haben kann. Also insofern, ich möchte nur dagegen so ein Stück weit dagegen wirken, dass nicht der Eindruck entsteht, dass wir es hier mit einer Sache zu tun haben, die keinerlei Risiken birgt. Das sind halt eben keine Risiken, von denen ich sagen würde, die sind gesamtgesellschaftlich. Aber teilweise reicht es ja auch, wenn sie halt einige wenige Menschen damit tatsächlich radikalisieren oder da auch stärken. Da glaube ich aber auch, dass genau wie Frau Humbrecht und Herr Müller gesagt hat, die Vorbedingungen da auch sehr wichtig sind, die man da im Auge behalten muss oder auch die informationelle Einbettung dieser Individuen, die da halt anfällig sind. Je gesünder ihr Kommunikationsumfeld ist, sei es in der Familie, sei es im Freundeskreis, sei es am Arbeitsplatz, desto schwieriger wird es sein, sie zu radikalisieren. Je mehr sie ohnehin schon isoliert sind, und ich glaube, da verbindet sich das mit dieser Frage zur Corona-Zeit, desto höher besteht dann natürlich halt auch eine gewisse Gefahr für anfällige Individuen. Und ich glaube schon, dass wir gerade über die letzten anderthalb Jahre auch eine ganz besondere Kommunikationsumgebung gehabt haben, einfach weil wir alle sehr, sehr viel stärker zu Hause waren, sehr, sehr viel stärker auf einen kleinen
auf ein kleines soziales Umfeld eingeordnet waren und sich da dann eben unter Umständen halt auch eben solche Informationen länger halten, als es unter Umständen in der Gesellschaft würden, wo sie dann halt auch häufiger mit Andersdenkenden zusammenkommen würden. Was jetzt die Rolle von Wahlkampfveranstaltungen online betrifft, ich gehe nicht notwendigerweise davon aus, dass wir von Parteien oder Spitzenkandidaten Desinformationsversuche sehen. Also was ja ein ganz, ganz wesentliches Element der amerikanischen Wahl und auch der Brexit-Kampagne war, dass hier ja politische Eliten ganz bewusst falsche Narrative gepusht haben und damit halt auch die Medien stark auf eine Richtung aufgesetzt haben. Ich glaube nicht, dass wir sowas sehen. Ich glaube, das, was wir hier in Deutschland sehen, ist eher der Versuch, auch so eine Art trumpische Strategie, eben unangenehme Informationen als Fake News oder Desinformation zu charakterisieren, um sie damit zu delegitimieren. Denn ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache, die der Begriff Desinformation oder Fake News sehr gut kann. Es kann der Versuch sein, eben einen Angriff oder auch einen legitimen Angriff zu falsch zu charakterisieren und damit dann halt auch abzubügeln. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir bereits jetzt im Wahlkampf schon deutlich sehen. Und das ist mit Sicherheit ein Element, gerade halt auch diese Vorwürfe, wer ist jetzt mehr Trump in Deutschland, das ist mit Sicherheit eine Sache, die wir auch auf der Strecke noch deutlich sehen. Also insofern, ich erwarte jetzt nicht, dass die digitalen Wahlveranstaltungen der Parteien oder der Kandidatinnen und Kandidaten wesentlich zur Desinformation beitragen. Was aber natürlich durchaus besteht, dass hier mehr Kommunikation in nicht beobachteten Räumen stattfindet. Aber das war ja auch bei jedem anderen Wahlkampf ein Stück weit der Fall, wo sie auch nicht immer gewusst haben, was dann in den lokalen Veranstaltungen dann tatsächlich gesprochen worden ist. Mhm. Dann noch, jetzt kommen auch die Nachfragen von außen. Sie hatten ja eben die Schwierigkeit erwähnt, in der Forschung an belastbare Informationen zu den Plattformen zu kommen. Gibt es da in Deutschland eigentlich so ein ähnliches Projekt wie dieses Citizen-Browser-Projekt in den USA, wo über bestimmte Browser-Plugins versucht wird und ein Panel versucht wird zu messen, was die Menschen tatsächlich quasi angezeigt bekommen? Wissen Sie da vielleicht was, Herr Müller, ob es da in Deutschland ähnliche Projekte oder Forschungsansätze gibt? Tatsächlich sind mir keine bekannt. Ich muss deswegen so ein bisschen fragend auch nochmal die Kolleginnen und Kollegen angucken, ob sie da irgendwelche größeren Projekte kennen. Also ich kenne einzelne kleinere Initiativen, die aber eher über die klassischen Tracking-Daten, sagen wir, arbeiten. Das heißt, die einfach nur den Browserverlauf von Nutzerinnen und Nutzern aufzeichnen. Tatsächlich an diese Inhalte, die dann wirklich zu sehen sind im Browser, weiß ich nicht, ob Projekte arbeiten. Habe ich noch nichts von gehört. Wäre aber, Sie haben es genau richtig gesagt, sehr, sehr wichtig, weil wir eben aus den URLs, die Leute abrufen, nicht zwangsläufig schließen können, was sie da für Inhalte sehen. Mhm. Aber ich interpretiere die Mienen meiner Kollegen so, dass sie es auch nicht wissen. Ich wollte es auch gerade genauso sagen, also sieht nicht so aus, aber falls Ihnen was einfällt, können Sie es ja noch später einwerfen. Vielleicht nochmal dazu gesagt, das ist auch immer eine Frage der Forschungsethik und ich glaube, in Deutschland ist man da noch ein bisschen privatheits- und datenschutzsensibler, auch was so empirische Projekte angeht, als das vielleicht in anderen Ländern ein bisschen der Fall ist. Noch eine Frage, wenn die Häufigkeit von Falschinformationen für die Wirksamkeit so wichtig ist, welche Rolle spielt dann Automatisierung und Software bei der Verbreitung von Desinformation? Vielleicht an Sie, Frau Humprecht, oder wer möchte sonst? Ja, ich kann gerne dazu noch was sagen. Ich wollte noch mal unterstreichen, was Andreas Jungherr gerade gesagt hat, eben, dass es sehr stark bei dieser Frage nach der Wirkung von Desinformation auch auf die individuellen Faktoren ankommt. Ich habe ja vorhin mich vor allem auf die nationalen Faktoren, die eine Rolle spielen, bezogen, aber die individuellen Faktoren spielen hier natürlich auch eine sehr große Rolle. Und es gibt in allen Ländern Individuen, also Personen, die anfällig sind oder anfälliger für Desinformation. Wir nennen das Fringe Bubbles, also so Blasen, anders als die Filterblasen, die sich an den Rändern bilden und untersuchen jetzt, wie die sich verändern über die Zeit, ob die größer werden. Das ist so eine Frage, die uns beschäftigt. Und man sieht in einigen Ländern oder in vielen Ländern, dass beispielsweise Telegram-Gruppen, die im skeptisch sind und so weiter, also solche Verschwörungstheorien auch
wo die veröffentlicht werden, dass die sehr viel Zulauf bekommen haben während der Pandemie. Jetzt zur Frage der Automatisierung. Die Häufigkeit, da gebe ich Philipp Müller absolut recht, spielt eine Rolle, aber das ist nicht alles. Es sind auch noch andere Faktoren, die wichtig sind. Beispielsweise, von wem Informationen geteilt werden, wenn ich die in meinem Stream sehe. Also sind das vertrauenswürdige Personen? Sind das Personen, mit denen ich mich identifiziere? Eine Facebook-Gruppe beispielsweise, wo ich mich mit Gleichgesinnten austausche. Das ist dabei ganz wichtig. Und dann kann es durchaus auch sein, dass einzelne Nachrichten, wenn sie sehr häufig geteilt werden oder viele Likes, Kommentare und so weiter erhalten haben, dass sie dann eine größere Wirkung erzielen. Das kann man auch immer nicht ganz einfach untersuchen, aber das ist nicht unbedingt nur die Häufigkeit. Automatisierung spielt natürlich insofern eine ganz große Rolle, als dass die Algorithmen auf sogenannte Popularity Cues, also diese Anzahl von Likes, Shares und so weiter, reagieren und mir diese Informationen, diese Postings dann vermehrt angezeigt werden und prominenter angezeigt werden in meinem eigenen Stream. Also von daher ist Automatisierung hier eigentlich key in der ganzen Geschichte. Wir haben ja schon betont, auch mehrfach, dass Desinformation sich vor allem über soziale Medien sehr gut verbreiten kann. Das spielt dann vor allen Dingen eine Rolle in solchen Streams oder Feeds, die automatisiert, also mit Algorithmen bedient werden. In einigen Ländern wird Desinformation maßgeblich über WhatsApp beispielsweise verbreitet. Das hat es dann eine andere Wirkungsweise. Also Sie sagen Automatisierung eher im Sinne der Plattform-Automatismen und weniger jetzt im Sinne von, wo man ja vielleicht dran denkt, dieses leidige Thema der Social Bots zum Beispiel, wo wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen hatten, wo Sie, glaube ich, alle der Meinung waren, dass das eher keine Rolle spielt. Nein, das haben die Untersuchungen bisher gezeigt. Social Bots sind ein Randphänomen. Da geht es eher um Retweets und ist eigentlich im keinen Wahlkampf von großer Bedeutung gewesen. Gut, dann haben wir hier, wo wir schon bei den Plattformen auch so ein bisschen sind, die Frage, wie sehr das gesamtgesellschaftliche Risiko inzwischen durch die Bemühungen der Plattformen denn klein gehalten wird. Also Facebook, Google und Twitter waren hier als Beispiele gegeben. Machen die Plattformen Ihrer Ansicht nach eine gute Arbeit? Herr Junger vielleicht, Sie haben direkt die Denkerpose eingenommen. Das ist immer gefährlich, wenn man die Hand bewegt. Ja, es ist eine sehr schwierige Frage, weil wir ja teilweise gar nicht sehen, was die Plattformen alles schon wegmoderieren. Also ich glaube, wir haben es hier mit so einer doppelten Unsicherheit zu tun. Also auf der einen Seite wissen wir nicht ganz genau, was Desinformationen sind. Und auf der anderen Seite wissen wir halt auch nicht ganz genau, was da schon, also was die Plattform alles erreicht, bevor sie filtern oder bevor sie dort dann letztlich halt eingreifen. Also ich glaube, was man auf alle Fälle sagen kann, dass bei den Plattformen ein höheres Bewusstsein ist, dass sie hier eine Regulierungsfunktion wahrnehmen müssen. Das war ja noch vor ein paar Jahren sehr umstritten und wurde von den Plattformen ja auch direkt von sich gewiesen. Das hat sich inzwischen, glaube ich, stark geändert. Also dass sie gesehen haben, dass sie sowohl in den USA, aber auch von der EU einen sehr, sehr starken Druck bekommen haben, hier Präsenz zu zeigen. Ob das dann jeweils, was die Plattformen dann dort tun, notwendigerweise schon ausreicht, da würde ich zweifeln. Alleine, weil wir auch schon in den USA gesehen haben, dass bei diesen großen Eingriffen, die sie dort gemacht haben, also zum Beispiel Donald Trump von der Plattform zu werfen, sehr ad hoc vorgegangen sind. Und dann kann man jetzt durchaus sagen, also wahrscheinlich vermisst niemand von uns jetzt Donald Trump auf Twitter und vielleicht ist auch unser Stresspegel gefühlt ein Stück weit gesunken. Insofern mag das Outcome ein gutes gewesen sein, aber das Vorgehen ist doch halt schon arg zweifelhaft. Also dass jetzt hier gefühlt relativ willkürlich gesagt worden ist, das war jetzt ein Schritt zu viel und jetzt nehmen wir dem Kandidaten, der gerade die Wahl verloren hat, dann auch noch die Plattform, auf derer sich dann darüber beschwert, weiß ich jetzt nicht, wie vertrauenserweckend das jetzt für andere Politikerinnen und Politiker international auch ist. Also insofern würde ich mir dort mehr regelbasiertes Handeln wünschen und auch eine transparente Reflexion. Das findet bei Facebook inzwischen statt, also mit einem auswärtigen Gremium, was dort Löschentscheidungen
überprüft und auch thematisiert. Also ich finde, das ist ein sehr spannender Versuch, an Transparenz ranzukommen oder Transparenz zu erreichen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Erreichbarkeit von Plattformen oder die Reaktivität von Plattformen auf Phänomene in den USA deutlich höher ist als auf problematische Phänomene international. In Deutschland und Europa mag man da noch einen gewissen Einfluss haben, aber wenn wir jetzt halt teilweise auch im asiatischen Raum eben dort verschiedene Probleme sehen, die auch mit Facebook halt auftreten, da sieht man, dass dort dann eben dann auch die Plattformen plötzlich sehr, sehr schwer zu erreichen sind. Und ich glaube, dass da eben ein sehr viel regelbasierteres und auch internationale Verantwortung durch die Plattform zu übernehmen ist. Aber ich würde sagen, wir befinden uns da zumindest mal auf einem guten Weg. Wir haben hier noch einige Fragen, aber Herr Müller, erst noch kurz mit einer Ergänzung dazu gerne. Ja, ich wollte gerne kurz noch aus einer eigenen Datenanalyse von mir berichten. Da haben wir uns angeschaut, wie kommen Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland eigentlich auf so populistische Alternativmedienseiten. Das ist jetzt nicht hundertprozentig gleichzusetzen mit Desinformation und bei weitem ist nicht alles, was auf diesen Seiten erscheint, Desinformation. Aber es kann vielleicht einen ersten Hinweis geben. Wir haben auch quasi mittels dieser bereits erwähnten Tracking-Daten das Ganze verglichen mit allgemeinen etablierten Nachrichtenangeboten. Wir sehen in den Daten relativ deutlich, dass also Facebook bei der Hinwendung zu diesen Alternativmedien eine deutlich gewichtigere Rolle spielt als bei dem Weiterleiten auf etablierte Nachrichtenangebote. Also der Anteil der Leute, die von Facebook auf so eine Alternativmedienseite kommen, ist deutlich höher als bei den klassischen regulären etablierten Nachrichtenseiten. Das heißt, da scheint Facebook, obwohl mir bekannt und bewusst ist, dass sie doch algorithmisch versuchen, dagegen zu arbeiten, immer noch weiterhin, also das waren jetzt auch Daten aus der Europawahl, also nicht so lange her, scheint Facebook weiterhin ein Problem sozusagen zu haben. Wobei das natürlich nicht nur der Algorithmus sein muss. Das können auch Nutzerinnen und Nutzer sein, die in Gruppen entsprechende Links posten und das dann dazu führt, dass die Leute von Facebook zum Alternativmedium kommen. Vielleicht, wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Element. Und es zeigt halt auch die Schwierigkeit in der Rolle von Plattformen. Denn das, was ja Herr Müller hier beschreibt, wie er auch schon gesagt hat, ist ja ein Stück weit unterschiedlich zu einer Desinformation, die überprüfbar und auch widerlegbar ist. Das, was wir hier haben, sind ja Alternativmedien, die ja teilweise Halbwahrheiten verbreiten, die teilweise eben das Establishment sehr, sehr stark herausfordern. Und wir da halt auch sagen würden, das sind jetzt nicht die höchsten Qualitätsstandards, die wir an eine Nachricht, die wir an eine Nachricht binden. Aber gleichzeitig sind das ja halt auch Stimmen, die den Status quo herausfordern. Und bei diesen Stimmen, die den Status quo herausfordern, kann es sich ja auch um eine vollkommen legitime Herausforderung handeln. Also noch bevor wir jetzt über diese Phänomene des Rechtspopulismus oder Trump gesprochen haben, war ja das eine der ganz großen Stärken, die wir dem Internet zugeschrieben haben, alternativen Stimmen Raum zu geben, die dann teilweise als ungerecht oder auch als diskriminierend befundene Status quo-Situationen herausgefordert haben. Und natürlich nicht immer auf einer hundertprozentigen Faktenbasis. Und ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, im Auge zu behalten, dass wir hier jetzt auch nicht die Plattform zu so einem politischen Sheriff machen. Also, dass wir tatsächlich eben sehr eng sagen, hier gibt es faktisch falsche Nachrichten, hier gibt es beleidigende Inhalte, hier gibt es verhetzende Inhalte, diskriminierende Inhalte. Da müssen wir eingreifen. Da haben die Plattformen auch eine wichtige Rolle zu spielen. Aber gleichzeitig muss man, glaube ich, auch sehr vorsichtig sein, eben zu sagen, okay, wie gehen wir mit diesen alternativen Quellen um, die für viele von uns tatsächlich auch herausfordernd sind und auch problematisch sind, wo wir aber wahrscheinlich eben für die Freiheit des politischen Diskurses nicht wollen, dass eine amerikanische Plattform darüber entscheidet und sagt, das ist jetzt eine legitime Herausforderung des politischen Status quo in Deutschland oder im internationalen Kontext. Also ich glaube, der Balanceakt, der hier stattfinden muss, also zwischen bewusster Falschinformation und alternativen Quellen, die teilweise falsch informieren können, die versuchen zu mobilisieren, die versuchen halt auch hier tendenziell Dinge darzustellen. Ich glaube, da müssen wir im politischen Diskurs eine höhere Toleranz gegenüber diesen Quellen entwickeln, dass sie existieren und dann halt auch im Diskurs dann umgehen und die Argumente, die dort vorbringen, halt eben zu widerlegen und rauszuwerfen. Ich glaube, was hier gefährlich wäre, wenn wir dann plötzlich von Plattformen dann verlangen würden, dass wir überhaupt keine Inhalte mehr sehen, die uns herausfordern oder die den politischen Status quo als solchen herausfordern, sei es von rechts oder sei es von links. Ich habe hier noch zwei Fragen, die ich für relativ wichtig halte. Ich glaube, die kann man gut kombinieren. Vielleicht erstmal an Sie, Frau Humprecht.
wenn falsche Informationen einmal in der Welt sind, wie wahrscheinlich ist es dann, dass sie auch widerlegt werden können, zum Beispiel durch Medienberichte? Und dazu passt meiner Meinung nach die Frage, wie schnell, in welcher Form und wo sollten Faktenchecks platziert werden, damit sie auch die Personen erreichen, die vorher die Falschinformationen gesehen haben? Es sind beide sehr gute und auch sehr schwierige Fragen, weil es sehr stark auf die jeweilige Thematik auch von der Desinformation ankommt. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, zeigen die meisten Studien, dass gerade sehr stark polarisierende Themen, Themen, zu denen es schon starke Meinungen gibt, auf Seiten des Publikums, die sind sehr schwer zu widerlegen, weil, wie auch Philipp Müller vorhin schon ausgeführt haben, wir eher, also wir Menschen eher dazu neigen, Informationen aus dem Weg zu gehen, also im Sinne einer kognitiven Dissonanz, die unsere Meinung widerlegen. Die haben es bei uns schwerer. Wenn dann eben eine Desinformation quasi unsere Meinung widerspiegelt, also wir dem zustimmen und ein Faktencheck das dann widerlegen möchte, dann hat der Faktencheck das eher schwer. Aber wie gesagt, es gibt Unterschiede, thematische Unterschiede bei Themen, wo unsere Meinungen noch nicht so gefestigt sind, Gesundheitsthemen in der Pandemie. Also als Beispiel, wir haben Untersuchungen dazu gemacht, da haben wir Covid-19-Themen verwendet. Ein Thema bezog sich auf den Umgang von Flüchtlingen oder das Verhalten von Flüchtlingen während der Pandemie. Und das andere Thema, das wir getestet haben, oder Posting zu dem Thema, war die Geschichte, dass Jogger große Mengen an Virus ausatmen beim Laufen und deswegen womöglich gefährlich sein könnten. Und gerade beim zweiten Thema hat das Fact-Checking sehr gut funktioniert. Zur Frage, wo soll das platziert werden? Ich habe ja bereits gesagt, in Deutschland ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil, dass das Vertrauen in Journalismus, in journalistische Angebote relativ groß ist. Und wenn solche Faktenchecks von Medien kommen, denen die Personen vertrauen, dann ist auch die Chance, dass solche Falschnachrichten widerlegt werden können, sehr groß. Wo die dann platziert werden sollen, ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Man muss die Nutzerinnen und Nutzer dort erreichen, wo die sind. Nur jüngere Personen, jüngere Bürgerinnen und Bürger nutzen ja häufig eher soziale Plattformen, Instagram, TikTok und so weiter. Und die meisten Medienangebote haben dort auch Accounts, die sie auch bespielen. Was wir sehen und was auch die meisten Studien zeigen, ist, dass eher ältere Personen dazu neigen, Falschnachrichten auch zu glauben und diese weiter zu verbreiten. Und die muss man natürlich dort abholen, wo sie sich bewegen, zum Beispiel auf Facebook eher oder eben über die klassischen Kanäle. Und insgesamt ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass so die Nachrichtenkompetenz gestärkt wird. Es gab ja kürzlich eine Studie von der in Deutschland zur Nachrichtenkompetenz, die gezeigt hat, dass die Nachrichtenkompetenz in Deutschland sehr, sehr niedrig ist. Also dass die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht wissen, wie zum Beispiel Journalismus funktioniert. Und das sehen wir auch aus verschiedenen Studien. Dieses Wissen kann vertrauensfördernd sein und kann dann letztlich auch Fact-Checking wiederum zu Erfolg verhelfen. Wir haben noch ein paar interessante Fragen. Die Zeit läuft uns leider so ein bisschen davon. Deswegen würde ich Sie jetzt um recht kurze Antworten bitten. Wir haben noch eine an Sie, Herr Müller. Sie haben eben kurz über die Unterschiede zwischen Gerüchten und Desinformationen gesprochen. Wo liegen genau diese Unterschiede und welche Gefahr kann auch von der Verbreitung von Gerüchten ausgehen für Sie? Ja, ganz knapp. Gerüchte sind nicht verifizierbar. Also es lässt sich bei Gerüchten letztlich dieser Wahrheitskern, der bei Desinformation einfach objektiv falsch ist, lässt sich nicht in dieser, also dieser Nachweis, dieser logische Nachweis lässt sich nicht in dieser Weise führen. Also ein Ereignis hat stattgefunden oder es hat nicht stattgefunden, aber beispielsweise eine unterstellte Intention, die hinter dem Handeln einer Politikerin oder eines Politikers steckt, die kann lediglich als Gerücht behauptet werden und man kann sie schwer widerlegen. Das heißt, das ist der Unterschied und das macht es dann auch gleichzeitig ein Stück weit wirkmächtiger, weil klar kann jetzt die Politikerin, über die ein Gerücht in die Welt gesetzt wird, diesem Gerücht widersprechen, aber sie wird selbst nicht in der Lage sein, letztendlich zu beweisen, dass das Gerücht unwahr ist. Dadurch ist natürlich quasi die Gefahr, dass Leute, denen dieses Gerücht irgendwie in ihre kognitive Landkarte passt, ihr dann erst recht nicht glauben und vielleicht auch ihren Versuch, sich von dem Gerücht abzugrenzen,
dann irgendwie als strategischen Schritt interpretieren, ist sehr, sehr hoch. Also das ist das Gefahr, die Gefahr bei Gerüchten. Mhm. Dann eine Nachfrage an Sie, Herr Jungherr. Sie sagten eben, von politischen Parteien erwarten Sie eher keine Desinformation in Deutschland. Die AfD arbeitet aber doch bewusst mit falschen Aussagen, wird hier gefragt. Und gilt das nicht als Desinformation nach Ihrer Definition? Die AfD habe ich hier großzügig von den Parteien ausgeschlossen. Insofern, wenn ich jetzt von den Parteien gesprochen habe, hatte ich von den etablierten Parteien gesprochen. Die AfD arbeitet natürlich sehr gerne und zumindest mal für ihr Publikum scheinbar auch recht erfolgreich mit diesen Instrumenten und da haben sie dann vollkommen recht, dass hier mit Sicherheit Elemente eine Rolle spielen, die jetzt der Definition, die Herr Müller am Anfang gegeben haben, ganz klar entsprechen. Das müsste man sich dann halt aber im Detail halt anschauen, wo wir es dann hier tatsächlich mit Desinformationen, Unterstellungen, Halbwahrheiten oder halt auch Gerüchten zu tun haben. Und da müsste man sich diese Inhalte genau anschauen. Aber da würde ich Ihnen recht geben, das wäre eine der Parteien, wo ich dann auch Desinformationen erwarten würde. Mhm. Dann haben wir hier noch eine Frage, die ich als letzte vor der Schlussfrage platzieren würde, nach Ihrem Werkzeugkasten, also mit was für Tools Sie so arbeiten und was davon für Journalistinnen und Journalisten auch nützlich sein könnte. Also wie beobachten Sie Social Media? Suchen Sie mit Tools wie Crowdtangle nach besonders viralen Posts oder tracken Sie einzelne Quellen oder Multiplikatoren, Influencer? Arbeiten Sie mit der Facebook-Ad-API? Oder haben Sie am Ende noch ein geheimes, wie es hier genannt wird, eierlegendes Wollmilchsau-Tool, das auch für die Journalistinnen und Journalisten vielleicht mal interessant wäre? Vielleicht Sie zuerst, Frau Humprecht. Also wir verwenden eine Kombination dieser Tools, die gerade genannt wurden schon, Crowdtangle, auch die API natürlich. Auch Influencer beobachten wir in verschiedenen Ländern und wir arbeiten dann auch ganz klassisch mit Befragungsdaten, um zu erfahren, welche Accounts die Nutzerinnen und Nutzer nutzen, also welchen Accounts sie folgen, welche Plattformen sie nutzen, für welche Informationen und so weiter und so fort. Häufig ist auch ganz interessant, sich mal anzuschauen auf bestimmten Verschwörungsaccounts, beispielsweise bei YouTube, werden häufig Quellen verlinkt. Und das kann ganz oft ein guter Hinweis sein zu anderen Accounts, die dann ähnliche Informationen verbreiten, also mit einer ähnlichen Ausrichtung. Mhm. Und wenn Ihnen noch irgendwie ein Tool speziell einfällt, das Sie irgendwie besonders empfehlen wollen, können Sie es ja vielleicht auch gleich einfach in den Chat schreiben. Herr Müller, haben Sie noch irgendwelche Geheimtipps? Keine wesentlichen. Ich weiß von verschiedenen Teams und habe auch selber mit Informatikern darüber schon mal nachgedacht und da ist was in der Mache. Die versuchen automatisierte, quasi Algorithmen, Machine Learning Systeme aufzusetzen, die Desinformationen oder Falschmeldungen quasi automatisch erkennt. Und wenn das dann mal funktionieren sollte, aber das ist natürlich sehr kontextabhängig. Das kann man, wenn man es jetzt trainiert hat, auf Desinformationen zum Thema Migration schwer auf Desinformationen zum Thema Klimawandel übertragen. Wenn das aber mal kontextabhängig funktionieren sollte, dann würden wir das und würden, glaube ich, auch die Kolleginnen weltweit, die daran auch arbeiten, auch zur Verfügung stellen zur Nutzung. Das ist aber bei weitem noch nicht spruchreif, sozusagen. Mhm. Aber da kommt vielleicht noch was. Okay, dann. Da die Zeit jetzt abläuft, würde ich direkt zur Schlussfrage übergehen. Herr Jungherr, wie gesagt, schreiben Sie ruhig auch gerne noch irgendwas in den Chat und vielleicht Sie, Herr Müller, auch, wie das Tool überhaupt heißen würde, weil ich weiß jetzt nicht, ob anhand der Beschreibung die Leute das dann finden könnten. Ich würde bei der Schlussfrage einfach mal alphabetisch durchgehen, dann fange ich diesmal mit Ihnen an, Frau Humprecht. Und zwar ja jetzt auf unsere Zielgruppe der zuschauenden Journalistinnen und Journalisten auch bezogen. Welchen Aspekt halten Sie beim Thema Desinformation für den wichtigsten und worauf sollten Journalistinnen und Journalisten bei der Berichterstattung im aktuellen Wahlkampf zu diesem Thema besonders achten? Was ich für wichtig halte, ist, dass sich Journalistinnen und Journalisten bewusst machen, dass sie unter Umständen auch dazu beitragen, dass Desinformationen weiter verbreitet werden und dass sie sich deswegen
dieser Verantwortung bewusst sein müssen und sich jedes Mal fragen sollen, soll ich jetzt beispielsweise diesen Tweet eines Politikers aufnehmen, den zitieren und darüber schreiben, darüber berichten. Denn was häufig passiert, ist, dass dann Nutzerinnen und Nutzer erstmals überhaupt mit einer Desinformation über die mediale Berichterstattung in Kontakt kommen. Und wenn diese dann eben häufig wiederholt wird, zum Beispiel in den Medien, dann nur die Geschichte erinnern und nicht möglicherweise die Richtigstellung, die Journalisten. Richtigstellung zu diesem Thema. Also das ist etwas, ein Phänomen, das wir in den USA während der Trump-Präsidentschaft sehr gut beobachten konnten, dass eben diese Tweets eine sehr viel größere Reichweite bekommen haben durch die mediale Berichterstattung. Und dann der zweite Punkt, den ich auch vorhin schon angesprochen habe, das Vertrauen in die journalistische Berichterstattung, das zeigen eigentlich sehr viele Studien, ist hier ein Schlüssel dazu, Desinformation richtig zu stellen und ein Weg dazu, eine vertrauensfördernde Maßnahme kann sein, den Recherche- und auch Auswahlprozess zu erklären, das besser zu kontextualisieren, hier Transparenz zu schaffen. Das kann eben vertrauensfördernd sein und eben auch diese Narrative und Argumentationsstrategien offenlegen, die eben irreführend sind und auf Manipulation ausgelegt sind. Mhm. Herr Jungherr, dann die Frage bei Ihnen. Was halten Sie bei dem Thema für am wichtigsten und insbesondere auch für Journalistinnen und Journalisten? Ja, also ich glaube, was hier bei dem Thema sehr wichtig ist, ist, dass wir uns nicht immer von diesen spontanen Schreckgespenstern ablenken lassen. Also gerade im Kontext des Internets finden wir immer wieder saisonale, sich abwechselnde Angstgeschichten. Also jetzt ist es die Desinformation. Vor ein paar Jahren war es die Echokammer oder die Filterblase, von der ja auch sehr, sehr viel erwartet worden ist, die auch empirisch sich als sehr, sehr schwierig aufzeigbar erwiesen hat. Und insofern würde ich da eher anraten, zu einer Gelassenheit, also die Phänomene als solche dann zu benennen, wenn man ihnen begegnet, und da dann auch durchaus eben mit klaren Definitionen zu arbeiten und sicherlich auch eben drüber zu schreiben, wenn man es begegnet, aber es dann halt auch einzuordnen. Also habe ich es jetzt mit einem Problem zu tun, wo ich was innerhalb einer Gruppe sehe, vielleicht innerhalb einer Gruppe eine gewisse Radikalisierung zu erwarten habe, oder habe ich es mit einem gesamtgesellschaftlichen, auf ein Wahlergebnis bezogenes Problem zu tun. Also die Einordnung, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Und ein weiteres Element, ich glaube, was wir ganz generell ernster nehmen müssen, sind die Strukturen, also in denen halt Öffentlichkeit jetzt halt stattfindet. Also eben diese Rolle von Plattformen, aber halt auch eben die immer noch sehr, sehr mächtige Meinungsmacht, die von Medien ausgeht und von Massenmedien ausgeht. Und ich glaube, da hilft es halt auch, wenn man da eben ein Stück weit realistischer ist und das dann halt auch eben Leserinnen und Lesern eben öffnet, sodass eben nicht der Eindruck entsteht, dass das Internet hier demokratiegefährdend unterwegs ist, sondern dass wir es hier sicherlich mit vielen Veränderungen zu tun haben, die wir beobachten, dass die halt aber nicht notwendigerweise destabilisierend oder Demokratie halt auflösen. Vielleicht erlauben Sie mir noch ein Element, ein Hinweis zu meiner vorigen Aussage, was die AfD betrifft, da ich nicht 100% sicher bin, unter welchem, also wie weit wir hier direkt zitierfähig sprechen. Natürlich würde ich ungern zitiert werden mit der Aussage, Jungherr sagt, AfD verteilt Desinformation. Dadurch, dass ich in meiner eigenen Forschung eben selber diese Beiträge nicht dementsprechend untersucht habe, sondern mich halt ein Stück weit an der öffentlichen Berichterstattung zu diesem Thema halt orientiere. Aber es ist mit Sicherheit die Partei, die es am ehesten zutrauen würde. Das enthebt uns aber natürlich eben nicht, uns diese einzelnen Aussagen im Detail anzuschauen und halt auch eben abzuprüfen, ob das als solches halt stattfindet. Also so vielleicht nochmal zur Kontextualisierung meines vorangehenden etwas sportlichen Einlassungen. Herzlichen Dank. Gut. Und dann natürlich die gleiche Abschlussfrage an Sie, Herr Müller, nochmal. Ich kann es relativ kurz machen. Ich bin ja in der undankbaren Rolle, als Letzter diese Frage zu beantworten. Und tatsächlich habe ich mir zwei Punkte notiert, die schon genannt wurden. Was Frau Humpecht gesagt hat, kann ich nur nochmal unterstreichen. Also Desinformation nicht unbedingt wiederholen, ohne dass es einen konkreten Anlass dazu gibt. Also so schön es natürlich ist, illustrativ zu arbeiten und mit anekdotischen Beispielen, klar, aber in dem Moment, in dem ich vielleicht sogar neue Nutzerinnen und Nutzer, Rezipientinnen und Rezipienten mit einer Desinformation erstmalig konfrontiere oder sie auch einfach nur, die sie vielleicht schon irgendwo gehört haben, noch ein zweites Mal damit konfrontiere, habe ich diese Desinformation eventuell sogar gefördert, weil
Sie hat es genau richtig gesagt, die Kollegin. Es Studien gibt, die zeigen, dass eben dieser Hinweis, der in so einem klassischen Debunking-Artikel mit drinsteckt, dass das falsch ist, eventuell in Vergessenheit gerät. Und das Zweite, was mir auch sehr wichtig ist, was wiederum Herr Jungherr schon gesagt hat, ist, das ganze Problem nicht überdramatisieren, nicht übertreiben, sondern wirklich gerade mit Blick auf Deutschland durchaus darauf hinweisen, dass es, wenn man darüber berichten möchte, dass es zwar einen gewissen Anteil von Wählerinnen und Wählern und Bürgerinnen und Bürgern gibt, die so einen, sagen wir mal, institutionenkritisches Weltbild mitbringen. Und das ist ein Problem. Und da kann man sich als Gesellschaft auch fragen, warum ist das so? Und die dann wiederum auch vielleicht anfällig sind für Desinformation. Aber dass das bei weitem nicht die breite Bevölkerung ist. Und dass das deshalb auch mit Sicherheit nicht einer oder der entscheidende Faktor im Wahlkampf sein wird. Mhm. Ja, sehr gut. Damit ist die Zeit jetzt auch wieder um. Erstmal vielen Dank an Sie da draußen, die Kolleginnen und Kollegen, und vielen Dank auch für Ihre vielen Fragen. Und natürlich insbesondere vielen Dank an Sie, Frau Humprecht, Herr Jungherr und Herr Müller. Wir werden heute die Aufzeichnung so schnell wie möglich bereitstellen. Die können Sie dann über unsere Homepage aufrufen. Voraussichtlich morgen wird es da auch ein Transkript geben. Und falls Sie einen Audiomitschnitt der Veranstaltung wollen, dann können Sie uns gerne an redaktion@sciencemediacenter.de schreiben. Dann schicken wir Ihnen das zu. Ja, dann hoffe ich noch, dass es für Sie alle auch so informativ war wie für mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.